Yo, hey Leute und herzlich willkommen zum letzten Q&A-Video mit Kai und wir starten direkt. Und zwar ist das heutige Thema Vergangenheit. Die erste Frage, die Gothic-Spiele hatten schon immer Probleme mit der Kontinuität, weil sich so viel ändern kann, je nachdem wer lebt oder stirbt. Ist das Remake so konzipiert, dass es einen möglichen Speicherimport im Gothic 2 Remake unterstützt, falls das passiert? Oder wird es den alten Ansatz beibehalten? Kai hat dazu geschrieben, das weiß er noch nicht. Persönlich finde ich das schon keine schlechte Idee, dass man sagt, man war jetzt im alten Lager und in Gothic 2 hat das dann einen gewissen Einfluss darauf, dass man erst beim alten Lager war zum Beispiel oder dass man beim neuen Lager war oder dass man beim Sumpflager war. Ja? Das kann man theoretisch schon mit einbringen, wenn auch die einzelnen Entscheidungen nicht allzu groß sein sollten. Ich meine, klar, wenn man jetzt Feuermagier war und man hat die ganzen Skills verloren und vergessen, vielleicht ist dann dieses Trauma nicht ganz so schlimm und man kann die Skills halt schneller wieder erlernen. Könnte man machen, dass man da so einen gewissen Boost drin hat. Das wäre aber dann halt auch nur sinnvoll bei diesem Learning-by-Doing-System von Skyrim, was ich ja schon gesagt hatte, was ganz cool wäre, wenn ein bisschen Trainer und Learning-by-Doing beides zusammen in Gothic halt vorkommen würde. Nächste Frage. Was war damals der Haupteinfluss bei der Entwicklung und Gestaltung des Worldbuilding von Gothic? Das könnte eine Antwort für später sein. Meine Vermutung ist, dass die Pulp-Fantasy- und Barbarenfilme der 80er und 90er Jahre sowie die Illustrationen des frühen DSA oder des späteren D&D in dieser Ära eine Rolle gespielt haben. Einige Teile der frühen Entwürfe enthalten auch Lovecraftianische und Warhammer-ähnliche Elemente, aber du weißt selbst am besten, welche Werke die PBs damals am meisten beeinflusst haben. Kai meint, ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, welchen Einfluss und welche Inspiration sie genau hatten. Ralf Marcinczyk, einer der Konzeptdesigner, die an der Welt arbeiteten, hat eine eigene Bibliothek mit vielen Inspirationen. Also es gibt wohl viele unterschiedliche Inspirationen. Was hältst du persönlich von dem abgesagten Gothic Sequel? Glaubst du, dass einige Ideen und Konzepte aus diesem Projekt vorhanden sind, die in das Remake übernommen werden könnten? Kais Antwort, als Piranha Bytes sich in zwei Teams aufteilte, war ich eine Art Springer zwischen beiden Projekten, aber hauptsächlich im Cerberus-Team. Ich glaube, so wurde das eingestellte Sci-Fi-Projekt intern genannt. Die Ideen für die Fortsetzung stammten von einigen der Kerndesigner von Gothic, sie wussten also, was sie taten. Und ehrlich gesagt, finde ich viele dieser Ideen sehr gut, aber sie waren für ein ganz anderes Spiel gedacht, als das, was Gothic 2 werden sollte. Also ja, einige Ideen und Konzepte könnten in das Remake passen, aber nur ein paar Kleinigkeiten hier und da. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir, also das Team der Fortsetzung, einige Kreaturenentwürfe, die auf den Kreaturen des Originalspiels basierten. Und ich persönlich denke, dass es eine schöne Hommage war, eine dieser Spin-off-Kreatur-Variationen in irgendeiner Ecke der Welt einzufügen. Das ist auch genau das Thema. Zum 20-jährigen Geburtstag von Gothic 2 habe ich ja genau darüber geredet in einem ausführlichen Video und entsprechend auch die Varianten gezeigt. Gerade beim Schattenläufer gab es ja dann die Dämonen-Variante, die wurde dann einfach im normalen Gothic 2 und vor allem im Add-on wiederverwendet. Eine Frage, die sich nicht auf das Remake, sondern auf Gothic 2 bezieht. Wurde die Geschichte von Yagandar von Atlantis inspiriert und die allgemeine Gesellschaftsstruktur von den Mayas? Kai antwortet darauf, ich weiß es nicht, aber klingt nach einer ziemlich guten Vermutung. Generell finde ich die ganze Geschichte mit Yagandar und der Untergang dieser Zivilisation ziemlich cool gemacht. Ja, also mich hat das auch immer sehr interessiert, so gesehen. In der Bibliothek kriegt man relativ kurz auf den Steintafeln im Prinzip die Geschichte vermittelt. Man erlebt oder trifft ja auch den Quahotron selber und den Rademis selber und hat natürlich auch mit Raven zu tun und mit dieser ganzen Geschichte mit dem Schwert. Das hat halt schon Hand und Fuß. Wenn es vielleicht auch manche Aspekte gibt, wo man sich denkt, ja, hätten die nicht und so weiter und so fort. Aber klar, von außen betrachtet kann man da immer relativ gut, ja, damit umgehen.
Nur um das mal klarzustellen, meinst du diese Designs? Das sind die Render-Designs aus dem spielbaren Teaser, sondern für das Remake vom bereits vom März letzten Jahres. Ich persönlich denke, das ist dasselbe wie Diablo für genau diese Designs. Ja, müsste man jetzt mal schauen, was das für Designs waren. Ich schätze jetzt eigentlich, dass das... Schauen, ob es das Bild überhaupt noch gibt. Ja doch, das sind einfach die Scavenger. Das Scavenger-Raptoren-ähnliche Design. Das mir jetzt auch nicht so sehr zusagt. Also, es ist schon da erkennbar, ja, gut. Zunge hast du halt beim Scavenger nie gesehen. Also, die haben ja nie das Maul so weit aufgerissen. Das ist für mich eher Snapper-ähnlich. Diesen Aufbau oben, den gab es natürlich schon, aber der war halt normalerweise nicht so stark erkennbar. Und die Platten hinten drauf, das untere könnte jetzt eine weibliche und das obere eine männliche Variante sein. So könnte ich mir das vorstellen. Kai antwortet, ja, das ist das neue Design für das Remake. Ich glaube, diese Frage habe ich schon beantwortet. Lass mich mal hochscrollen. Ah, hier. Obwohl ich zustimme, dass die Designer ihre eigenen Ideen eingebracht haben, bin ich persönlich sehr zufrieden. Viele der ursprünglichen Entwürfe basierten auf übertriebenen und cartoonhaften Formen und einer bunten Farbpalette und wir haben sie so verändert, dass sie besser in die realistische Welt einfügen. Sonst würden sie deplatziert wirken. Der neue Aasfresser macht das ganz gut, zumindest für mich, aber das ist Geschmackssache. Wobei ich jetzt sagen muss, dass der normale Scavenger ja jetzt nicht eine riesen krasse Farbpalette hat. Also, bin ich ein bisschen komisch, diese Ansichten da. Weil, wie gesagt, für mich hat er keine krasse Farbpalette, wo man jetzt sagt, oh Gott, der ist ja jetzt total rot. Klar, ein Mollowet ist zum Beispiel rot, aber Scavenger ist einfach irgendwie grau, so. Und gerade in Gothic 3, ja gut, in Gothic 3 oder in Rissen, da gab es dann teilweise Rissen 2, gab es dann Monster, die einfach so einen Federschmuck hatten und schon viel mehr in so eine bunte Richtung gingen. Was ist mit der unvollendeten Data Disk Gothic Sequel? Gibt es irgendwelche Pläne dafür? Können wir es in Zukunft mit Gothic Remake oder etwas Ähnlichem erwarten? Er schreibt, es ist eine wertvolle Quelle für Ideen, die wir direkt nach der Entwicklung von Gothic hatten. Also gutes Material, um sich inspirieren zu lassen und in die damalige Zeit zurückzureisen. Das Gothic Sequel wurde ja jetzt sowieso oder wird immer noch von einem polnischen, einem russischen und einem deutschen Team. Also drei Teams arbeiten sowieso daran. Das deutsche Team hat jetzt zuletzt zumindest die Finster-Demo veröffentlicht bisher. Und ansonsten ist da natürlich sehr viel Engagement dabei, um das schlussendlich umzusetzen. Also muss man genauso loben wie alle anderen Mod-Projekte, die es so gibt. Genauso wie das Gothic 3 CSP-Projekt. Da gibt es ja jedes Jahr einen Adventskalender und da kriegt man auch immer mit, was die machen. Hast du Kontakt zu Michael Hoge und wenn ja, weißt du, was er über das Remake denkt? Bin mir halt nicht sicher, ob der Michael oder Michael heißt. Meistens wird er ja auch nur Mike abgekürzt. Wieso wurde das jetzt mit Michael hier hingeschrieben? Vielleicht Übersetzung? Nee, okay. Kann auch sein, dass er Michael heißt, aber von meisten Mike genannt wird. Ich habe schon sehr lange nicht mehr mit ihm gesprochen, aber ich werde mich auf jeden Fall wieder mit ihm in Verbindung setzen. Ich bin auch neugierig. Also was Mike denkt zum Remake. Nächste Frage. Ich hatte eine Idee zu den ein- und zweihändigen Waffen im ursprünglichen Gothic. Begann man meist mit einhändigen Waffen und wechselte später zu zweihändigen, während man in Gothic 2 schon recht früh mit zweihändigen Waffen beginnen konnte. Trotzdem blieben Wachen und Co. bis auf ein paar Ausnahmen ausschließlich bei einhändigen Waffen, während zweihändige Waffen bei anderen Fraktionen dominierten. Im Teaser war es von Anfang an zweihändig. Wird das Remake die ursprüngliche Waffenprogression beibehalten und wie oder wird die Ausrüstung der Fraktion neu gemischt werden? Kai antwortet darauf, wie oben. Der Spielverlauf wird viel näher an Gothic 1 sein. Der spielbare Teaser hat ein paar Dinge ausprobiert, aber wir haben nichts davon behalten. Ich bin mir nicht sicher, was du mit umgestalteter Ausrüstung meinst. Weiter. Was war die Inspiration für die Gothic-Monster wie die Schattenbestie, also den Schattenläufer oder den Minecrawler? Wenn ich mich recht erinnere, wurde Mollowet von Fallout inspiriert. Gibt es also eine ähnliche Strategie für andere Monster? Kai meint darauf, weil da Mike drin steht, dass er es ehrlich gesagt nicht weiß und
Ja, da muss er halt Mike fragen entsprechend, um das zu beantworten. Können wir hoffen, dass die ganze Geschichte des Beitritts an einer Magiergilde den ursprünglichen Piranha-Bytes-Absichten folgt und wie immer in das erste Kapitel zurückkehren wird? Die Sache im Vanillaspiel ist ziemlich kontrovers, weil es ist ja auch so, als würde man sich einem Lager anschließen, die an der Haupthandlung gebunden sind, wo wir zuerst unsere Kampffähigkeiten in einem Kampf gegen die Mindcrawler-Königin in Kapitel 2 demonstrieren müssen. Piranha Bytes hatte ursprünglich interessantere kreative Ideen, mehr im Einklang mit der Umgebung des Spiels. Siehe Auszüge aus den Entwurfsdokumenten Story 3.3 und Hauptmission vom 17.09.2000. Damals sind zum Beispiel die Magier eine Art Lager innerhalb eines Camps, also eines Lagers. Gruppierung innerhalb eines Lagers, würde ich jetzt mal dazu sagen. Ihre Angelegenheiten überschneiden sich nicht viel mit den Problemen und sie kümmern sich offensichtlich nicht um Politik. Basierend darauf scheint es angemessen zu sein, dass die Geschichte der Gilde, der man sich anschließt, unabhängig von der Haupthandlung sein sollte. Der Vorwand in Form der Besiegung von der Mindcrawler-Königin unter der Sektenlager hat man ja die Möglichkeit, sich dann der Gilde anzuschließen, scheint eher ein Platzhalter als eine wirklich gute Entscheidung zu sein. In den Entwurfsdokumenten hat PB immer betont, dass das Sumpflager seine Intelligenz zeigen muss, aber nicht. Was ist mit SC gemeint? Ist halt immer schwierig, weil Abkürzungen, also Mindcrawler Queen ist ja relativ klar, ist ja auch fast gleich so, nur halt Mindcrawler und Königin halt mit K anstatt Q. Aber manche Sachen sind halt hier schon ein bisschen schwierig, was damit jetzt gemeint ist. Ihm geht es halt auf jeden Fall darum, dass ein bisschen die Hauptstory getrennt wird von der Story, wenn man sich in einem Lager anschließt. Und früher scheint es halt auch Missionen gegeben zu haben. Ja, okay, kill jetzt das und das oder tu dies und dies. Und dann nur dann kommst du in die Gilde. Und das ist dann auch eine gildenspezifische Quest. Meinetwegen die Mindcrawler-Königin töten. Nur dann kannst du dich in ein Sumpflager anschließen. Wobei du da natürlich eigentlich nicht stark genug bist. Da bräuchtest du dann schon Unterstützung. Und das mit der Mindcrawler-Königin für Sumpflager scheint eher also die Möglichkeit, sich einer Gilde anzuschließen, scheint eher ein Platzhalter zu sein als eine wirklich gute Entscheidung. Man muss halt Intelligenz haben und kämpfen. Und er würde vorschlagen, die Idee in Betracht zu ziehen, zum Beispiel Magier ausbildender zu werden, also im Prinzip Adept. Das wird erwähnt im NPC, Gildendesign-Dokument. Dies ist auch eine der ursprünglichen Ideen, die seit langem von verschiedenen Autoren der Geschichte unterstützt, aber aus irgendeinem Grund nie an der Veröffentlichung oder halt am Ende der Veröffentlichung zurückgewiesen wurde. Dann schreibt Kai, es macht immer Spaß, auf die Entwurfsdokumente zu schauen und zu sehen, was in das ursprüngliche Spiel geschafft hat und was nicht. Ich bin damit einverstanden, dass es sinnvoll wäre, dass der Zusammenschluss von Magiergilden und Lagerzugehörigkeit halt das beides zu lösen. Das impliziert aber möglicherweise ziemlich drastische Änderungen an der Haupthandlung. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das möglich machen können. In einigen der anderen Antworten habe ich halt Ideen angedeutet, um die Auswirkungen der Spielerauswahl im ersten Kapitel zu erweitern. Aber ich möchte nicht zu viel versprechen. In Bezug auf die Geschichte ist alles immer noch so in einem gewissen Flow oder in Bearbeitung. Zurück in der Entwicklung, was das Design der Rüstung angeht. Wer war für das endgültige Design verantwortlich? Als ich anfing, die Rüstungen zu bauen, die Rüstungstexturen im Spiel machten Sinn und waren die meiste Zeit über funktional. Es spricht für sich, dass der Designer selbst ein paar Dinge über das Tragen von Rüstungen wusste. Das ist bei den meisten Fantasy-Rüstungsdesigns nicht die Norm, auch nicht bei späteren Spielen. Ich erinnere mich an ein Interview bei PB während der Gothic 3-Entwicklung, bei dem jemand, dessen Name ich vergessen habe, ein Kettenhemd trug. Wie viele von euch waren damals aktive Marktgänger oder sogar früher, ja, diese Mittelalter-Typen, die LARP-Leute?
Was die Remake-Rüstung angeht, wer ist hier zuständig und werden historische Quellen oder Experten berücksichtigt? Und gibt es noch einen Spot bezogen auf die Geschichte oder sollte das Plot heißen? Okay, Plot wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher die Designer von Gothic 1 ihre Inspiration nahmen. Ich weiß, dass sie viel recherchiert haben, damit alles auf logische Weise funktioniert. Aber es war nicht ihre Absicht, akkurat im Sinne von historisch korrekt zu sein. Es ist jedoch sehr sinnvoll, sich aktuelle Rüstungsdesigns anzusehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was funktioniert und Sinn macht und was nicht. Soweit ich weiß, sind die Rüstungen für das Remake so gut wie fertig. Ich hoffe aufrichtig, dass sie den Yaro-Test bestehen und dir gefallen werden, sowohl ästhetisch als auch funktional. Vielleicht hieß der Typ, der die Frage gestellt hat, Yaro. Achso, das ist Yaro. Ja, okay, Yaro. Das ist der Typ vom Discord, der ein relativ hohes Level hat und entsprechend auch selber an diesen LARP-Treffen teilnimmt und halt sich verkleidet und so. Also Cosplays macht und da auch selber schon Rüstungen da hat. Radist, Templar, soweit ich es gesehen habe. Ich glaube, Magier ist da jetzt nicht so interessiert. Kommen wir zur nächsten Frage. Das ist eine ziemlich weit gefasste Frage, denn es ist noch früh in der Entwicklung und es könnte eine Menge Dinge beinhalten. Zum Beispiel eine Alpha-Konzept und Design-Dokumente, die im Umlauf sind. Wird das Remake Teil von ihnen verwenden? Vieles darin könnte für ein richtig gutes Remake des Originals etwas zu viel sein. Vor allem, weil es Elemente aus der Geschichte gibt, die vielleicht nicht zu Gothic 2 und 3 passen, je nachdem, ob es ein Remake davon geben wird und ob sie sich auch ändern werden. Aber ich frage mich, ob die weniger aufdringlichen Elemente, die etablierte Geschichte, nicht komplett verändert wird oder verwendet werden. Einige Leute haben auch schon nach bestimmten Elementen konkret gefragt. Außerdem freue ich mich, dass du wieder da bist, auch wenn du vielleicht schon genug davon gehört hast. Danke dir für die unglaubliche Arbeit von damals, sowie für die Visual FX, die vor allem in Gothic 3 fantastisch aussahen oder sich angehört haben. Als auch für die Sounds und Musik, die allesamt eine großartige Atmosphäre verbreiten. Auch bei Gothic 3, das Einzige, was mir wirklich gefehlt hat, waren ein paar abwechslungsreichere Tracks für eine so große Welt, vor allem für den Kampf. Ja, unser Lieblingstrack, der 100.000 Mal kommt bei jedem kleinen Mob. Kai, vielen Dank für deine netten Worte über meine Arbeit. Ich weiß das zu schätzen und ich stimme deinen Kommentaren zum Gothic 3 Soundtrack zu. Die Story und das Designteam schauen sich alle möglichen Quellen an, aus denen sie schöpfen können. Und ich denke, dass die frühen Entwürfe, also die Alpha-Konzepte, Phoenix-Dokumente, eine sehr wertvolle Inspirationsquelle sind. Kommen wir zur letzten Frage. Wenn ich nicht runtergescrollt hätte. Ich habe das Vergnügen, ein Interview mit dir während der ersten Rissen 1 Hands-On im Schloss in Frankreich führen zu dürfen oder durfte mit ihm führen. Es ist toll, dass du mit Alchemia an Bord bist und dass wir uns nach so vielen Jahren wiedersehen, auch wenn es nur virtuell ist. Dieses Mal habe ich nur zwei Fragen. Erstens, was denkst du über Arcania? War es glaubwürdig, dass es sich nur um ein Spin-Off und nicht um eine Fortsetzung handelt? Könnte dieses Spiel irgendwann halt mit einem Remake was gemeinsam haben? Oder halt auch fortgesetzt werden. Zweitens, du bist ein Veteran, du hast den Aufstieg und Fall von Gothic und Rissen miterlebt. Was sind die wichtigsten Ratschläge, die du den Leuten von Alchemia mit auf den Weg gibst, damit sie den Weg des dichten, aber offenen Abenteuers gehen, die klassische Atmosphäre von Gothic beibehalten und sich von vielen anderen Action-RPGs unterscheiden? Vielen Dank und hoffentlich sehen wir uns auf zukünftigen Events. Kai schreibt, ha, schön dich hier zu sehen. Das Rissen 1 Event war fantastisch, vor allem weil der Ort magisch war. Was deine Frage angeht, ich werde nichts Negatives über Arcania sagen. Ich meine, wie könnte ich sagen, dass es kein echtes Gothic ist, wenn alles, was Piranha Bytes nach die Nacht des Raben gemacht hat, meiner Meinung nach auch kein echtes Gothic ist. Wenn du mich fragst, wir Piranhas haben den Geist des Originalspiels nie wirklich eingefangen, also werde ich das auch nicht anderen vorwerfen. Außerdem war das Team von Spellbound ein Haufen toller Leute und ich wünschte ihnen allen Erfolg der Welt. Danke, dass du mich einen Veteran genannt hast. Ich bin keiner, der allgemein kluge und umfassende Ratschläge gibt, aber ich tauche gern in heftige Diskussionen und Designentscheidungen ein und kämpfe für sie oder bringe sie weiter, trage sie weiter. Genau, und somit wär's das erstmal mit der Q&A-Geschichte. Gerade die Vergangenheiten, die Design-Dokumente, dazu würde ich euch empfehlen, die nächsten Videos anzuschauen, die jetzt bald kommen.
wo es ein bisschen darum geht, die Entwicklungsbilder von Gothic 1 und gewisse interessante Themen nochmal herauszugraben. Die kommen mit in den 20 Jahre Gothic 1 Ordner der Kategorie. Zierung her passt das auf jeden Fall dorthin. Es passt jetzt nicht zu Gothic 2, sondern es ist ja wirklich Gothic 1. Und ja, die kommen jetzt dann auch final mal online. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle recht herzlich von euch. Haut rein, euer Xardas. Bye bye. Aber eins steht fest. Wir werden uns wiedersehen, wenn du den Kanal abonnierst und die kommenden Videos verfolgst.